Tabitha Bühne, Ernährungs- und Fitnessberaterin, Sportjournalistin für ein Laufmagazin am Start, Geschäftsführerin. Ja, auch zum ersten Mal in meinem Leben. Zum ersten Mal in deinem Leben. Und du bist eine echte Iron Woman, weil du hast Läufe in deinem Leben schon gemacht. Vor der Sendung hat Tim gesagt, Ingo, die schaffst du nicht mal mit dem Auto. Naja. Und du hast, das finde ich total cool, bei ERF Yes einen Podcast mit dem schönen Namen Bühne frei. Ja. Das stimmt. Über den müssen wir jetzt mal reden. Ja. Ich meine, ist ja ein toller Titel. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, das, frei, war das deine Idee? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wer darauf kam. Die Eltern, genau. Ja, nee, Bühne frei. Ich glaube einfach, ja, Bühne wegen meinem Namen. Aber wer darauf kam, weiß ich selber gar nicht mehr. Das war so eine spontane Idee von, ja, wer auch immer das war, vielen Dank. Das ist sehr gut. Bühne, was? Bühne. Nein, ich weiß nicht. Das wäre eine fiese Frage. Irgendwie direkt zum Einstieg einmal so ein bisschen Fishing for Compliments. Nee, es war nicht meine Idee. Erzähl uns mal ein bisschen, worum geht es bei Bühne frei? Also eigentlich geht es darum, wie man lernt, mit seinem Alltag, mit sich selber, mit Gott und den Menschen klarzukommen, wie man Veränderungen bewirkt. Da geht es eigentlich um Glaubens- und Lebensfreude, wie man lernt, seine Angst zu überwinden, aber auch so Gesundheitsthemen, wie werde ich fit für den Sommer oder den Winter, ne? Wie überlebe ich im Winter, wie lerne ich meine Angst besiegen, wie lerne ich richtig streiten. Alles. Wie finde ich alles die Liebe des Lebens? Ja, okay. Frage, Tabitha Bühne, worum geht es in Ihrem Podcast? Antwort, um alles. Alles oder nichts. Genau, also eigentlich wie ein Alltag gelingt, weil also ich habe gedacht, okay, ich hab fast alle Charakterschwächen, die es gibt. Das ist schon mal gut, weil ich kann über fast alles reden, weil ich alles kenne. Ne? Und das Schräge ist halt zum Beispiel, jetzt hatten wir Zuversicht. Und genau an dem Tag, wo ich mich vorbereiten sollte für Zuversicht, kriege ich einen Anruf von meinem Schwager, Thorsten. Tabitha, weißt du, dass der Markus auf der Intensivstation liegt in Leipzig? Ich sage so, wie jetzt? Ja, der liegt im Sterben. Ich sage, wie, der liegt im Sterben? Ja, meine Mama hat gerade angerufen und die Ärztin sagt, das ist jetzt kurz vor... Also dein Mann heißt Markus. Mein Mann Markus. Und ich war gerade dabei, mich auf die Zuversicht vorzubereiten. Und ich bin immer auf den letzten Drücker, das heißt, ich hatte nicht viel Zeit. Und ich kriege diesen Anruf. Stellt sich raus, da haben irgendwelche Betrüger bei meiner Schwiegermutter angerufen. Quatsch. Die ist fast in Ohnmacht gefallen vor Angst, weil die da irgendwie sagten, ja, und die wussten alles. Die wussten meinen Namen, den Namen meines Mannes und haben da angerufen. Und das ist immer so, das war jetzt sehr krass, weil die erste Reaktion war, was mache ich jetzt? Also wenn mein Mann stirbt, ich meine, das ist ein Moment, wo man einfach total durchdreht. Ja. Und im zweiten Moment dachte ich, okay, was ist, wenn das jetzt nicht stimmt? Und das ist irgendwie ganz oft so, dass genau das Thema oder Freude, ich hatte eine Kieferentzündung, eine richtig heftige Kieferentzündung und sollte darüber reden, wie man die Freude nicht verliert. Ja. So. Sehr gut. Zahnschmerzen sind ja so das Schönste. Ja, das ist herrlich. Du darfst nie ankündigen, wann du dich auf den Podcast vorbereitest. Nein, sonst aber Gott weiß das. Gott weiß das und Gott gibt immer das Thema, was gerade dran ist. Und das ist sehr schräg. Ja. Ich habe mal auch deine Podcasts so ein bisschen durchgescannt nochmal und da bin ich auch auf das Thema gestoßen, mich annehmen, wie ich bin. Ja. Das würden ja gerne viele von uns, dass man sich am besten jeden Tag so annehmen kann, wie man ist. Mal in 30 Sekunden, wie funktioniert das? Also ich empfehle immer die Strategie meines Mannes. Der steht auf, guckt in den Spiegel und findet sich toll. Das gelingt Männern oft besser als Frauen, kann das sein? Ja, nein, ich glaube, das ist tatsächlich, man fokussiert ja Dinge im Leben. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel immer die Fehler fokussiert. Wenn ich mich angucke, sehe ich immer erstmal das, was nicht stimmt. Und ich musste zum Beispiel üben, als erstes das zu suchen, was mir gefällt. Und das ist gar nicht einfach, weil wir unseren Blick ja trainieren auf bestimmte Dinge. Ne? Und ich bin so ein Typ, ich sehe überall Fehler. Also ich musste lernen, das Schöne bei mir zu suchen und auch mir das nicht einzureden, sondern mich wirklich darüber zu freuen und auch bei anderen Menschen. Also Komplimente machen, einfach jeden Tag ein Kompliment machen. Ich habe das 2 Monate lang durchgezogen, mir selber, aber auch anderen. Auch anderen. Also ganz bewusst bei Menschen das Schöne zu suchen und denen das zu sagen. Die freuen sich und dann kriegt man irgendwie eine ganz andere Begegnung und man ist auch sich selbst gegenüber ganz anders eingestellt. Ja. Wenn man lernt, das Schöne zu suchen bei sich und bei anderen, dann sieht man überall nur noch Schönes. Und das muss man aber regelmäßig machen, weil sonst ist ja, ne, wir sind ja Muster gesteuert, wir Menschen. Wir neigen ja dazu, die Dinge wieder wie vorher zu machen. Das heißt, ich muss da immer dranbleiben, dass das dann so bleibt. Wie geht's euch beiden Jungs mit Selbstannahme? Ist meine Vermutung richtig, dass Männer sich schneller toll finden können als Frauen?
würde ich sagen, in dem Fall, ne? Vielleicht schneller toll finden, aber auch schneller täuschen. So, ne? Also ich glaube auch, dass das eher geht, als man sagt, komm her, passt schon alles, läuft, Haken hinter. Wir hatten vorhin noch drüber gesprochen. Ne? Genau. Weil eine Kollegin von euch hier bei EFS hat uns zugehört, wie wir über Kindererziehung kurz gesprochen haben. Ne? Wir sind beide Väter und dass das ein bisschen schneller geht, als wenn die Mütter untereinander über die Kindererziehung sprechen. Das haben wir festgestellt. Also wir machen eher einen Haken hinter, aber ich glaube auch als Mann, oder ich kann ja nur von mir selber sprechen, kann ich mich auch schneller selber täuschen. Als du, dass ich sage, okay, da passt irgendwas nicht, aber ich rede mir jetzt ein, das ist okay so und glaub mir das da manchmal auch. Ja. Deswegen ist die Mischung auch so wichtig, ne? Ich glaube, deswegen brauchen Männer Frauen und Frauen brauchen Männer, weil dann ist es rund. Wir wollen natürlich nicht dann zu sehr jetzt die Schubladen aufmachen, von wegen Männer sind so, Frauen sind so, jeder ist noch individuell. Aber trotzdem finde ich es irgendwie interessant, dass du von dir selber sagst, ja, mir ist das schwer gefallen, das Schöne in mir zu entdecken. Du hast mal als Model gearbeitet. Ja, aber das war auch so eine Sache, ne? Also. Ja, das ist schon irgendwie, da sitzen jetzt vielleicht viele zu Hause und sagen, ja, super, da sitzt sie und sucht bei sich selber das Schöne. Ja, aber guck mal, ich war zum Beispiel auf Costa Rica zu so einem Wettbewerb, Modelwettbewerb. Und ich war echt nur da, weil die Miss Germany ausgefallen ist. Also ich war nur die Reserve. Hallo, ja? Hier, ich bin die Vertreterin für die Miss Germany. Genau, ich war die Reserve. Und mir wurde kurz vor der Sendung gesagt, ich habe irgendwie über Fußball geredet, ich habe lange Fußball gespielt. Ja, das wird man sehen. Meine Oberschenkel wären ganz schön kräftig. Und dann kam noch so ein Spruch. Und ich brauchte 5 Stunden Catwalk-Training, weil ich total unsicher war. Also ich wurde in der Kindheit, ich glaube 6, 7 Jahre, wurde mir jeden Tag gesagt, dass ich hässlich bin und dumm. Und das habe ich mehr geglaubt, als dann die paar Jahre, wo ich irgendwie ein bisschen als Model gearbeitet habe. Und selbst da vergleicht man sich immer. Und ich weiß noch, wie ich aufs Klo ging und das war bei der Miss Germany-Wahl oder irgendeiner Wahl, wo ich als Assistentin da war, um zu helfen, weil da mehrere einfach Assistenten gesucht wurden und das war so mein Einstieg. Und dann saßen die Mädels da reihenweise auf dem Klo und haben geheult und gekotzt. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ey, die sind alle perfekt. Also im Gegensatz zu mir sind die perfekt und die sitzen auch da auf dem Klo und heulen. Das kann doch nicht wahr sein. Es geht gar nicht darum, wie toll man wirklich ist, sondern ob man sich selber auch so annimmt. Man findet sich nie gut genug. Ja. Und das Blöde ist ja, wir altern ja auch noch. Das heißt, es wird nicht besser. Wird nicht besser. Ja. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Schon vorbei. Und dann, was machst du denn dann? Du vergleichst dich ja jetzt auch noch. Man vergleicht sich ewig mit den 18-Jährigen. Man geht irgendwann auf die 40 und dann auf die 50 zu. Und das ist doch furchtbar. Also das ist doch kein Spaß. Ich war neulich bei einem Social-Media-Event. Da waren alle halb so alt wie ich. So, ich hätte Papa sein können, aber man fühlt sich selber eigentlich gar nicht in dem Alter. Das ist schon echt krass. Ja. Aber du hast ein Buch geschrieben. Das ist schon, glaube ich, nicht ganz taufrisch. Nein. Ist schon ein paar Jahre alt. Das hat den bezeichnenden Titel, ich zeig's mal in die Kamera, oder? Ab morgen bin ich schön. Ja. Das hört sich an nach, ich habe mir das vorgenommen. Und da steht auch drunter, mein wilder Weg von den Selbstzweifeln zur Selbstannahme. Ja, der Titel, also heute hätte ich einen anderen Titel gewählt. Das ist die Frage. Ja, genau. Bühne frei. Für morgen. Ja, es geht tatsächlich so darum, dass man immer sagt, ab morgen. Ne? Also ab morgen esse ich keine Schokolade mehr. Und ab morgen mache ich jeden Tag Sport. Und ab morgen mag ich mich selbst. Und ab morgen behandle ich meinen Mann besser. Und ab morgen wird alles anders. Ne? Also so diese Einstellung ab morgen. Aber ich glaube, das Buch war eigentlich so ein bisschen der Versuch, anderen zu helfen, weil ich habe zum Beispiel in meiner Jugend mit niemandem geredet. Und ich habe keinen an mich rangelassen. Ich habe immer so getan, als hätte ich keine Probleme. Und das Buch war so ein bisschen der Versuch, Menschen zu helfen, die vielleicht auch auf dem Weg sind, nicht mit sich selbst klarkommen, nicht darüber reden, Dinge nicht verdauen, weil das ist echt traurig, wenn man dann erst mit 30 oder Mitte 30 an den Punkt kommt, wo man sagt, es kann jetzt nicht so weitergehen, ich will keine alte, verbitterte Tante werden. War das bei dir so, dass das erst in dem Alter so langsam besser wurde? Oder? Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich erst 30 werden musste, um zu merken, dass ich so nicht weitermachen kann. Und ich war nämlich dann verheiratet Anfang 30 und dachte, wenn ich verheiratet bin, halbwegs angekommen im Leben, dann ist alles gut. Denkt man ja oft, mit 30 hat man so seinen Weg gefunden. Ne? Da war das immer noch. Ich hatte immer noch die gleichen Probleme wie mit 12. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, also immer, wenn das kommt, dann wird es besser. Wenn ich das Gewicht halte, wenn ich mein erstes Buch, wenn das gut verkauft wird, also immer gewartet, dass irgendwas kommt, was meinen Wert irgendwie fix macht. Und das war so der Anlass, ne? Dass ich dachte, ich will das nicht. Und vor allem auch, um mich selbst zu motivieren, ich möchte so nicht weitermachen.
ich will ein fröhlicher Mensch sein, nicht nur nach außen, auch innen. War das so eine richtige Entscheidung, die du von einem auf den anderen Moment getroffen hast? Nee, das war in Etappen. Also ich bin ja, das ist ja ziemlich schräg, ich habe ja meinen Mann kennengelernt in einer Phase, wo ich überhaupt nichts mehr von Männern wissen wollte. Habe den innerhalb von 6 Monaten geheiratet, meinen Job gekündigt, bin nach Indien gezogen. Hat ja super funktioniert. Das hat super funktioniert. Und war dann ja 3 Jahre in Indien und da habe ich ja mein erstes Buch auch geschrieben. Und das war die Phase, wo ich am meisten gelernt habe, weil in Indien alles völlig anders war und mich alles getriggert hat. Also das war so die Phase, wo ich angefangen habe, dann die Dinge wirklich zu vertiefen. Und genau, und der Podcast hat mir auch geholfen, weil das sind alles Themen, wo ich selber an mir arbeiten muss. Ich bin kein Mensch, der total achtsam ist oder... Guck dich so an. Also, du musst auch dran arbeiten. Du denkst bei Achtsamkeit also an Tim. Genau. Ja, also das ist ja genau die Sache. Ne? Wir haben ja fast alle dieselben Probleme, nur in verschiedenen Formen und Auswirkungen. Ja. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, wenn man sich verletzbar macht. Und das war für mich der größte, schwierigste Schritt, offen zu sagen, ich habe diese Probleme. Ja. Und ich habe die und die Sachen ausprobiert. Und ich bin ein Mensch, der viel experimentiert und auch leidensfähig ist durch den Ausdauersport. Deswegen ist das dann so passiert. Sag mal, du als Pastor, Lukas, machst du die Erfahrung, dass es Leuten schwerfällt, wirklich so offen zu sagen, wie es ihnen eigentlich geht? Schaffst du das, mit Leuten so ins Gespräch zu kommen, dass sie dir erzählen, also so geht es mir wirklich? Ja, also ich finde, dafür braucht es immer einen guten Rahmen. Also wenn ich bin oft zuständig für den Rahmen, dass Leute zu mir kommen können und sagen können, hier, ich habe das Problem, die Sorge, ich muss mich irgendwo mal frei machen oder ich muss das mal irgendjemand erzählen, ich muss mit jemandem drüber beten oder irgendwie so ins Gespräch darüber kommen. Und ich habe selber für mich erfahren, oder also das ist bei mir selber habe ich das erfahren, ich sehe das aber auch bei anderen Leuten, wenn die ein Problem haben, eine Sorge haben und die benennen können überhaupt erstmal, was ist eigentlich mein Problem? Dann geht schon erstmal, das ist der erste gesunde Schritt sozusagen, zu merken, okay, wenn das mein Problem ist, was kann ich machen? Wo kann ich mich hinwenden? Oder was ist, oder wie kann ich da mich dafür entscheiden und so? Und das merke ich schon, das ist wichtig. Ja. Genau. Ja. Tabitha, du schreibst im Buch davon, dass stille Suchen und Gott begegnen auch eine Rolle gespielt hat bei dir. Kannst du das mal erklären, inwiefern das geholfen hat? Also ich bin nicht so der stille Typ, ne? Komisch. Ihr lebt dich so als ein Ruhiger. Sofort so gedacht, so, ja. Obwohl das mit dem nicht drehen auf dem Stuhl hat super geklappt. Ja, das stimmt. Ja, man muss dazu sagen, Tabitha haben was zum Drehen. Aber das hast du dir wirklich, du hast dir in der Probe gesagt, okay, gleich mache ich das nicht mehr und du sitzt jetzt da wirklich. Naja, du hast zwischendurch nicht gemerkt, dass ich mich bewegt habe. Ja, also ich habe immer gedacht, dass Gott, wenn er zu mir redet, dass das ein ganz großes Tamtam sein wird. Und ich habe als Kind halt auch gesagt, ich habe Angst davor, dass das Leben als Christ langweilig wird. Oder dass ich habe immer so ein bisschen die Sorge gehabt, dass Gott mich nicht genau versteht und nicht weiß, wie ich bin. Und deswegen vielleicht ein Leben für mich aussucht, das ich nicht will. Und deswegen habe ich auch oft gedacht, okay, wenn er zu mir spricht, muss das irgendwie ganz spektakulär sein. Aber es war tatsächlich so, dass es in Indien eben auch so eine Woche gab, wo wir im Himalaya-Gebirge unterwegs waren, Markus und ich. Und ich immer darauf gewartet habe, dass jetzt irgendwas passiert. Ne? Und dann war es tatsächlich wie so ein ganz kleiner Moment mitten in der Nacht in den Bergen, wo ich den Sternenhimmel gesehen habe, gefroren habe wie verrückt und wo ich wirklich gemerkt habe, okay, diese Gefühle eben Schmerz und Freude gleichzeitig. Ne? Ich kam nie damit klar, dass es Dinge gibt, die ich nicht verstehe und gleichzeitig Gott mich liebt und Gott ganz wunderbar ist. Also diese Diskrepanz, das war für mich immer ganz, ganz schwer. Und ich bin jemand, der auch viel zweifelt und immer mit dem Kopf durch die Wand und bis das ins Herz gerutscht ist, also diese Stille, gerade in Indien, einfach auch Stille zu suchen, Stille zu werden, zu merken, ich bin ganz klein, Gott ist ganz groß und das ist in Ordnung. Das ist schön. Das ist für mich ganz wichtig gewesen. Und ich muss auch jetzt noch, das hat Kierkegaard ja mal gesagt, ne, dass ganz viele Probleme sich lösen würden, wenn wir mal irgendwie für 5 Minuten still sitzen könnten. Und das muss ich aber mir hart erarbeiten, weil ich bin eben eher so jemand. Ich laufe lieber 100 Kilometer, als dass ich da eine halbe Stunde irgendwie sitze. Wer auch gut still sein kann. Ne? Beim Laufen bin ich ganz still. Beim Laufen bin ich Gott total nah. Keine Musik. Okay. Ja. Auch den Nachtlauf. Ich bin 100 Kilometer durch den Nacht gelaufen. Du bist ja wirklich mal 100 Kilometer bei einem Lauf. Ist Hammer. Ja, ich bin auch schon 174 Kilometer. Da kommt man nicht an die Autogrenze bei dir. Also ich bin gelaufen. Stark, ja. Also ich bin viel gelaufen, ja. Ich mag die Ultraläufe, weil da ist man still, da wird man still, da passiert was im Kopf und
da wird das Herz, da hören auch die Herzschmerzen auf. Ich habe damals ja angefangen, nach einer Beziehung, die zu Ende ging, da habe ich angefangen, dachte ich, jetzt nehme ich entweder Drogen oder fange an zu rennen. Und bin dann wirklich gerannt wie Forrest Gump. Es gibt kein Ende mehr. Und das hat mir auch geholfen. Also Stille finden in der Natur, Gott als Schöpfer zu erleben, aber auch einfach zu akzeptieren. Ich habe meine Grenzen und ich muss immer wieder auftanken. Ne?